So, wir sind hier im Auto mit Hans-Christian Haas und wir machen jetzt einen Soundcheck. Also bitte gut zuhören, ja? Na, Hansi? Andere Seite. Na gut, dann müssen wir noch eine Runde drehen. Was für ein Pech! Ja, wir haben die Ausfahrt verpasst. So, genau, und jetzt? So, jetzt schalten wir wieder die zivilisierte Leute. Das breite Grinsen. Ja? Tut sich nichts. Geil! Mörder! This is a soundcheck. Ja. This is a soundcheck. Genau, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, natürlich, wir fahren wie zivilisierte Menschen. Wir fahren nicht über den ersten Gang hinaus. Ja, das heißt, wir fahren. Genau, wir fahren nur im ersten Gang. Wir fahren nur im ersten Gang. Der erste Gang ersten? Geht natürlich bis 110. Der erste Gang geht natürlich bis 110. So. Der ist viel lauter als du. Ja. Rechts. Wahnsinn. Das waren jetzt geschätzte 15 G. Ja, jetzt beschleunigen wir natürlich auf Astronautenbeschleunigung. Gibt's sowas? Ja. Können wir da nicht einfach unten durchfahren? Unten durch habe ich es noch nicht probiert, aber drüber bin ich schon oft gewesen. So. Also wie wir sehen, haben wir ein Audi A8 Navigationssystem hier. Aha. Ja. Das, das heißt, das hier ist nur ein Fake. Das ist ein Fake. Also wir fahren in einem Kitcar, in einem amerikanischen. In einem A2, in einem umgebauten A2. Und der hört sich dann auf Diesel, wenn er mit Gas fährt. Da gibt es diese Gasfüllungen. Ja. Zeige ich Ihnen gleich. Also ich fahre jetzt gerade auf Gas. Ich bin ein umweltschonender Mensch, deshalb fahren wir. Das ist ein Hybrid, das ist das Hybridauto, das neue vom Lamborghini. Das ist der ganz neue Hybrid. Den habe ich mir von Wüstenrot mit einem Ausländerkredit besorgt. Ausländerkredit? Ja, ja. Und, ein Tschuschen Penny. Ein Tschuschen Penny habe ich bekommen dort. Mit einem gut aufgelegten Finanzierungszinssatz, also 1,25. Ja? Sehr schön. Ja. Na da. Wo müssen wir jetzt? Geradeaus. Bis zu dem. Bis zur First American Bar. Das war jetzt schon der zweite, oder nicht? Das war schon der zweite. Aha, also das kann man irgendwo links, weil das steht. Ja, da jetzt links hinein. Können wir rein? Ja. Müssen wir, denn da vorne steht die Polizei. Weil dort gibst du dann dein Auto ab. Ja. An den Galeristen. An den Galeristen. An den Käufer. An den Käufer Hans-Christian Haas. Er hat mir auch eine gute Finanzierung aufgelegt. Ich bekomme zwei. Ja, ich schenke der Leihwand das Büdel dafür. Und ja. Jetzt müssen wir geradeaus. Ja, geradeaus. Passen wir da rein in die enge Bunche. Ja, genau. Ja. Einfach davor. Ich stehe gar nicht auf Randsteine. Nein. Denn Randsteine kosten uns einen Kratzer. Ah, da will ich aufpassen. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Und das Auto gehört wem? Das weiß ich nicht. Du musst da bei dem Ding rauffahren. Schieb zurück, hier ist eine Auffahrt, da kannst du leicht schön rauf. Aber wo soll ich dann wieder runterfahren? Vorne ist eine andere Abfahrt wieder. Sicher? Ja, sicher. Schau, wie er die Bammeln bekommt wegen dem Muschi-Auto. Mhm. Also schau her. Sowas hat meine Tochter auch so ausgestehen übrigens. Ja. Da geht's rauf. Da geht's rauf. Genau. Genau. Das wird sehr knapp. Das passt schon, das geht sich locker aus. Ja, ja, passt. Ein kleiner Fehler und wir haben sofort die Versicherung am Hals sitzen. So fahren dürfen wir normalerweise nicht, denn wir sind kein Geländewagen. Und stopp. So, also vielen Dank für die Fahrt. Bitte. Du gehst jetzt zu Fuß nach Hause, oder? Sicher, ja. Okay, meine Freundin wartet vielen zu Dank. Auf mich. Ciao, Papa, mein Freund. Papa, servus. Simsalabim. Genau. Simsalabim. Salam alaikum. Da ist der Trinkgeld 1 Euro, braucht er was drum, du Bimbo und tschüss. So, der hat mir jetzt 1 Euro gegeben, dann hat's Christian Haas. Natürlich, mein Freund. Danke fürs Bezahlen, dass ich dich sehr gerne, aber nicht die ganzen Euro auf einmal ausgeben. So. Zack, Kopf. 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 Okay. Tschüss nochmal. Servus.
Fensterbursch, gell? Gefällt dir? Groß ist klein, aber auch ganz schön. Schau, wie die Kupplung schleifen lässt, weil er sich nicht Gas geben traut. Lulu! Das Auto ist interessanter. Da kommt der Leib an der Reiben. Und da fahrt er dahin. Das Maß aller Dinge, finde ich, ist ja dieses Auto. Servus Radul! Das ist eine Karre, nicht so ein scheiß Lamborghini, die kann sich jeder kaufen. So, das war's.